Hallo, die Heise Show wird heute präsentiert wieder von einem Sponsor, und zwar dem Bits and Pretzels Founders Festival. Jetzt muss ich kurz nachgucken, dass ich The Founders Festival, genau. Das ist, findet vom 29. bis zu September bis zum 1. Oktober in München statt. Und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, dass das im Umkreis des Oktoberfestes ist. Und zwar teilweise sogar auf dem Oktoberfest, nämlich am dritten Tag im Schottenhamel-Festzelt. Und da treffen sich Gründer, Investoren, Start-up-Enthusiasten und andere Entscheider aus dem Ökosystem der Startups, wie das so schön heißt. Und mehr dazu erzähle ich nach der Sendung, aber jetzt sprechen wir erstmal ein bisschen über IT-Fachkräfte. Bis gleich. So. Hallo, nochmal willkommen zur Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Dorothee Wiegand aus der CT-Redaktion und Jürgen Kuri auch aus dem Newsroom von Heise Online, zum letzten Mal vom Urlaub. Darf ich jetzt auch mal sagen, sonst höre ich mir das ja immer an. Genug gesagt, dass genau. Ich gleich Urlaub habe. Genau, und zwar möchten wir heute ein bisschen sprechen über ein Thema aus der CT, und zwar diesmal, das ist der Vorteil vom hier Arbeiten der CT, die erst morgen überhaupt digital rauskommt und übermorgen sogar erst auf Papier gedruckt. Oder ich glaube, Abonnenten bekommen Sie morgen auch schon. Und zwar ist das das zweite Thema, jetzt habe ich Sie schon hochgehalten, das ist also Ihre Karriere in der IT, heißt das hier. Es ist auch dieses, wie heißt das, Booklet, was so draufgeklebt ist mit ganz vielen Informationen dazu. Und zwar geht's grob gesagt darum, also einerseits, wie IT-Fachkräfte gesucht werden und was da so gerade an Aktionen passiert, wegen dem berühmten, und da können wir auch gleich diskutieren, IT-Fachkräftemangel, den wir hier auch schon mehrmals, also nicht hier, sondern auf Heise Online haben wir da schon mehrmals Artikel zu. Hier machen wir das, glaube ich, zum ersten Mal in der Heise Show. Und aber auch wie IT-Fachkräfte, und da gucken uns ja wahrscheinlich auch ein paar zu, zumindest kommt das aus den Kommentaren immer so, kommt das so hervor, wie die Stellen finden sollen, wollen, können. Genau, und da hast, Dorothee, du hast da die Artikelstrecke so verantwortet. Du hast zwei Artikel von, ich glaube, drei von vier geschrieben. Okay, dann habe ich mich jetzt noch verzählt. Genau, und vielleicht kannst du erstmal kurz, also diesen IT-Fachkräftemangel, den gibt's, oder? Das können wir jetzt erstmal drüber. Also Statistiken dazu sagen, ja. Der Bitkom hatte eine Studie gemacht, Ende 2018 zuletzt, da waren es 82.000 offene IT-Stellen, und es war gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von fast 50%. Genau, ja. Davor waren es irgendwie was mit 50.000. 45.000. Genau, und das ist, also ich habe die Frage jetzt so gestellt, weil also wir haben heute eine ganze Menge Zuschauer schon, die auf YouTube schon fleißig diskutieren. Wir haben auch viele Forenkommentare, und da kommt halt viel auch persönliche Erfahrungen, die teilweise in eine andere Richtung sprechen, würde ich jetzt mal so kurz zusammenfassen, die halt vielleicht persönlich sagen, also ich finde keine Stelle, oder ich habe meine Stelle hier, aber ich werde keine bessere finden. Und da habe ich aber auch, also das ist halt, also oft schreiben die Leute natürlich nicht, wo das ist. Also der IT-Fachkräftemangel ist wahrscheinlich auch nicht überall gleichmäßig. Also die Unternehmen, die IT-Fachkräfte suchen, sind ja auch irgendwo konzentriert. Das ist natürlich eine Frage des Gebietes und teilweise natürlich auch der Branche, in der du machst. IT-Fachkräfte heißt ja jetzt nicht, dass du irgendwie direkt in einer IT-Firma arbeitest oder bei Microsoft oder sowas, sondern werden natürlich irgendwie IT-Fachkräfte in irgendeinem Tal im Schwarzwald gesucht, in irgendeinem Weltmarktführer für ein ganz spezielles Produkt. Die Frage ist, ob die Leute dahin wollen. Das ist immer ein Problem. Auf der anderen Seite, ich meine, wir kriegen es selbst in Hannover mit, dass wir ständig Leute für die Webentwicklung und für die IT-Administration suchen und auch Schwierigkeiten haben, tatsächlich Leute zu finden. Vielleicht ist Hannover auch so ein bisschen wie so ein Tal im Schwarzwald. Schön wär's. Also ein bisschen besser zu erreichen. Aber du kannst ja mal so ein paar Sachen, du hast das ja in dem Artikel zusammengefasst, so ein paar auch Sachen erzählen, die das darauf hindeuten, dass es halt wirklich so ist. Also zum Beispiel sagen ja diese Leute, die suchen, wie wenig sie finden. Das hast du ja auch geschrieben. Genau. Also es gibt ja jede Menge Statistiken dazu, nicht nur einfach die offenen Stellen, sondern es sind zum Beispiel eben auch Personalfachkräfte befragt worden, wie lange dauert das denn, bis ihr dann so eine Stelle besetzt habt. Und da waren eben etwa die Hälfte, die schwer zu besetzen waren, und dann nochmal so 15% zuletzt bei den IT-Stellen, wo die Leute sagen, gar nicht besetzbar. Ich weiß jetzt nicht genau, was das heißt, aber ja. Also dauert lange jedenfalls. Es kann ja verschiedene Gründe haben, das kann man ja auch sagen. Also wir hatten im Forum, da würde ich das auch gleich nochmal, kann man ja nochmal drauf eingehen, aber kann man ja schon mal sagen, da gibt es auch Berichte von
Leuten auf der anderen Seite, so wie du es gerade gesagt hast, die also Leute suchen und die sagen, es bewirbt sich halt gar keiner. Das ist natürlich die schwierigste Situation dann. Ja, wobei das natürlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Erwartungen der potenziellen neuen Mitarbeiter auch andere sind. Es gibt auch so Untersuchungen, die sagen, 60% der Hochschulabsolventen oder jungen Fachkräfte würden lieber angesprochen werden, als sich selber aktiv zu bewerben. Ne? Das ist natürlich eine Situation, die, also ich erinnere mich jetzt zurück, auch wenn ich jetzt keine IT-Fachkraft war, auf die wäre ich gar nicht gekommen, auf die Idee. Aber das ist ja so ein bisschen auch einfach der Situation geschuldet, dass es ein Markt ist, wo man sich's eigentlich aussuchen kann. Also zumindest nach den nackten Zahlen. Also Fachleute sagen eben auch, es ist gar kein Arbeitsmarkt mehr, sondern ein Bewerbermarkt. Ja, okay. Da hat sich viel umgedreht. Genau, weil das könnte man hier, also das hatte geschrieben, Donald Duck hat das geschrieben, hat geschrieben im Forum, dass sie Mittelstand sind, Standort süddeutsche Großstadt und dass sie seit fast einem Jahr mehrere IT-Mitarbeiter suchen. Und er hat einen anderen Punkt gleich widersprochen, der im Forum oft kommt, dass es halt am Gehalt liegt. Also dass halt der Fachkräftemangel, also dass diese Zahlen daher kommen, dass sie zwar alle suchen, aber sie wollen quasi nichts bezahlen. Da steht ja hier mal Mindestlohn oder so, aber auf jeden Fall zu wenig, dass sich Leute bewerben. Und er sagt, das wäre in seinem Fall gar nicht, könnte man gar nicht sagen, weil sie haben nirgendwo reingeschrieben, was das Gehalt ist und niemand hat sich beworben. Das heißt, es hat auch niemand gefragt. Wobei da ist jetzt, also der Punkt, den du gesagt hast, zeigt es natürlich trotzdem, dass man es dann noch gar nicht sagen kann. Wenn die Leute da ganz andersrum das erwarten, dann ist es ja auch so ein bisschen komplett unterschiedlicher Umgang mit der ganzen Situation. Der macht es natürlich nicht einfacher. Also mit dem Gehalt, ich glaube, es ist schon so, dass nicht je schwieriger es ist, die Stellen zu besetzen, desto mehr gehen die Gehälter durch die Decke, völlig ungezügelt. So stellt sich mir das nicht dar. Ja. Natürlich wird ganz gut bezahlt in der IT-Branche, aber es gibt zum Beispiel auch Untersuchungen, wo es hieß, die meisten Bewerbungen sind am Ende, wenn sie denn gescheitert sind, daran gescheitert, dass zu hohe Gehaltsvorstellungen genannt wurden. Also das ist ja auch klar, wenn ich einen Hochschulabsolventen einstelle und der verlangt einfach das anderthalbfache von dem, was so branchenüblich ist, dann macht das erstmal keinen guten Eindruck. Ja. Man muss, glaube ich, auch sehen, es ist ja nicht nur das Gehalt. Es sind ja auch viele andere Stellschrauben, wo Arbeitgeber dran drehen können, um einen Job attraktiver zu machen. Ja. Und das Gesamtpaket ist dann, glaube ich, wichtig. Das sind ja ganz verschiedene Sachen, die wir auch auf Heise Online immer also mal ansprechen. Da geht es dann um Homeoffice. Ist eine Geschichte, die immer öfter jetzt kommt. Das ist ja eigentlich in der IT-Branche relativ möglich, sage ich mal. Leicht machbar, anders als, Ärzte zum Beispiel. Solche Sachen. Ich hatte auch noch eine andere Sache aus deinem ersten Artikel, glaube ich, mitgenommen. Da hattest du, glaube ich, zwei Personalverantwortliche zitiert, die gesagt haben, was sie, also das ist jetzt natürlich auch wieder nur anekdotisch, aber trotzdem beide übereinstimmend gesagt haben, ist, dass die Programmierkenntnisse weniger werden. Das fand ich wieder überraschend. Das fand ich auch erstaunlich. Und, das habe ich auch von noch mehr als von diesen beiden gehört. Ist natürlich andererseits so. Zum einen haben wir Bachelor, Master im Studium. Es ist alles ein bisschen stärker durchgetaktet und die Erwartung ist mehr oder weniger immer noch, dass man den Bachelor nach 3 Jahren irgendwie fertig bekommt. Plus es sollen mehr soziale Skills irgendwie auch von den Unis gelehrt werden. Das geht dann möglicherweise eben auch zulasten der ausführlichen Programmier Unterrichtseinheiten an der Uni selbst. Ja. Nun gibt es ja zum Glück da auch andere Möglichkeiten, sich dazu weiterzubilden. Das hat SB doch, selbst SysAdmin auch kommentiert. Er sieht das Problem, dass viele, die IT-Leute suchen, immer gleich ein abgeschlossenes Studium erwarten. Während es gibt natürlich auch viele Berufsausbildungen, die in den Bereich gehen würden. Also wahrscheinlich unter Umständen lernt man, wenn man Fachinformatiker lernt, mehr programmieren, als wenn man an der Uni ist. Ja. Was aber vielleicht bei den Personalabteilungen noch gar nicht so richtig angekommen ist. Ja. Ich überlege halt gerade, weil das sind natürlich also schon alles Schwierigkeiten, die, also ich bin halt dann, die Frage ist ja trotzdem, also gibt es dann jetzt wirklich zu wenig Leute oder ist es auch sehr stark die finden einander einfach nicht? Kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen, weil man wird ja jetzt nicht, also irgendwie werden sie Bewerber, also wenn man jetzt merkt als Hochschulabsolvent, dass man doch eben nicht angesprochen wird, was man erwartet, geht man ja vielleicht doch irgendwann mal los und
Nein, ich glaube, es gibt tatsächlich rein zahlenmäßig zu wenig Bewerber für die offenen Stellen. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Es gibt einerseits viele offene Stellen, und es gibt andererseits eben in Summe noch zu wenig. Die Zahlen steigen ja auch, aber es ist nach wie vor zum Beispiel das Problem, dass sehr wenig Frauen sich von der Informatik angezogen fühlen als Studienfach, als Berufsfeld. Ne? Ja, ich wollte gerade auch gucken, genau. Also wir haben jetzt hier auch so ein paar Kommentare. Ich will erstmal, wir können da ja auch noch weiter reingucken. Wir hatten auch, also in deinem Artikel gab es auch Sachen, die ich ganz spannend fand, das hatte ich auch noch nicht gehört, wie jetzt die Unternehmen versuchen, diesem Mangel irgendwie entgegenzutreten. Mhm. Weil natürlich wollen sie das irgendwie lösen, sie oder müssen das lösen. Sie brauchen die Leute um ihr Geschäft weiterzumachen. Und es scheint sich ja auch eher noch zu verschärfen. Genau. Also die Zahlen wären schlechter. Klar, jetzt haben im Forum ganz viele schon gesagt, jetzt sieht es nun wieder irgendwie nach einer Rezession aus. Wobei das ja nicht unbedingt heißt, dass der Fachkräftemangel abnimmt, weil unter Umständen brauchst du gerade in der Rezession noch mehr Fachleute, die dann möglich machen, dass du dann dein Geschäftsmodell ausdehnst, dass du neue Produkte machst oder sonst was. Das ist ja auch nicht nur bei den IT-Leuten so. Es ist ja auch im gesamten Ingenieurswesen, sagen sie, gibt es Knappheit. Das heißt, auf der technischen Seite, zum einen auf der technischen Seite, zum anderen natürlich auch in diesen Bereichen wie Dienstleistungen, Gastronomie und sowas, wobei man da sagen kann, die werden wahrscheinlich die Krise natürlich dann, wenn es tatsächlich zu einer kommt, am ehesten merken. Ja. In den IT-Fachkräften ist ja nicht absehbar, dass die Digitalisierung jetzt auch abgebrochen wird, bloß weil es eine Krise gibt. Ja. Mhm. Genau, aber jetzt nochmal zu diesen, also zu den Maßnahmen, weil ich fand das ganz spannend und irgendwie hatte ich das auch nicht so gehört, was jetzt Unternehmen versuchen, um Mitarbeiter zu finden. Ja, muss ich sagen, hatte ich, bevor ich anfing zu recherchieren, auch nicht gehört, waren auch ganz viele ganz neue, tolle Wörter, die ich da kennengelernt habe. Ich lasse sie dich aussprechen. Wir hatten eben gesagt, überwiegend wollen die Leute, die vielleicht so latent auf der Suche nach einem neuen Job sind, angesprochen werden und sind selber gar nicht mehr so aktiv. Dem steht gegenüber mehr direkte Ansprache der Unternehmen an die Zielgruppe sozusagen. Das nennt man Active Sourcing, wenn ich das sagen darf. Ja, klar. und das geht halt los mit Karrieremessen. Die werden zum Teil von Unis veranstaltet, zum Teil aber auch von den Unternehmen selber, so hausmessenartig. Und da kann man dann einfach mal ganz unverbindlich vorbeilaufen. Ist kostenlos natürlich für die begehrten Hochschulabsolventen. Und das ist eben eine gute Situation, um zu networken, um die Firmen kennenzulernen, sich zu informieren über mögliche Jobs, aber auch Gleichgesinnte zu treffen und so. Das andere ist ein Trend, der sich Recruitainment nennt. Ja, also halb Recruiting, halb Amüsement sozusagen. Ja, das sind dann zum Teil mehrtägige Veranstaltungen. Da werden Leute eingeladen mit Übernachtungen und allem drum und dran. Da gibt es tagsüber dann so Programmierworkshops und abends zusammen ein Konzertbesuch oder sowas. Ja, und oder eine LAN-Party. Das wollte ich zumindest einmal erwähnt haben. LAN-Party gab es auch, auf jeden Fall. Oder Hackathons oder Escape Games. Escape Room, genau, das fand ich auch ganz spannend. Und dann gab es eine Sache, fand ich auch toll, das hieß Speed Hiring, wo es also einfach ganz, ganz schnell zur Sache geht. Ja, da kann man dann auf einer Fachmesse oder auch auf einer Karrieremesse sich erstmal ein bisschen informieren, dann bei gegenseitigem Interesse. Man kann immer seinen Lebenslauf abgeben, der wird da digitalisiert und ist schon mal in der Datenbank drin. Und wenn das von beiden Seiten halbwegs passt, dann werden die Bewerber, kriegen die so ein Kurzcoaching durch Schauspieler oder Dramaturgen, werden so ein bisschen auf ein Mini-Vorstellungsgespräch vorbereitet. Und dann sitzen sie auch schon vor der Jury aus drei Leuten aus dem Unternehmen und können sich da ganz kurz präsentieren. Und wenn alles gut läuft, gibt's am Ende schon den Arbeitsvertrag. Ja. Den man noch nicht unterschreiben muss. Der muss nicht vor Ort unterschrieben werden, da darf man noch mal nach Hause gehen damit und drüber schlafen. Aber die Unternehmen meinen es ernst und die wollen dann auch Nägel mit Köpfen machen. Genau, also den Teil fand ich auch ganz spannend, was du erzählt hast, dass es also wirklich, dass es nicht mehr reicht, einfach nur zu sagen, wir machen jetzt ein bisschen Werbung auf so, wir haben ja auch die Jobtage von Heise, dass das mit der Werbung, dass man halt das Gefühl hat, da sehen die noch 20 andere und dann am Abend haben sie uns im schlimmsten Fall vergessen. Sondern gleich direkt das einfach durchziehen am Tag. Das fand ich schon ganz schön. Wobei spannend. Ich witzigerweise mehr als einmal den Satz gehört habe, naja, also einfach nur so ein Segelturn vor Mallorca, das reicht nicht mehr. Wo ich so gedacht habe, okay, den hat mir noch keiner angeboten. Ja.
Es ist also durchaus so, dass die Unternehmen das auch wahrnehmen, dass die Bewerber auch wirklich so hands-on, die wollen auch was machen. Mhm. Ja, also auch der Workshop-Teil ist wichtig dabei. Die wollen sich ausprobieren und beweisen und ja, nehmen diese Formate offenbar auch recht gut an. Wobei man da auch sagen muss, das wollte ich auch noch erwähnen, dass also diese LAN-Party hat, glaube ich, nicht zu einer einzigen Einstellung geführt. In dem konkreten Fall war das so. Mit 150 Teilnehmern und diese Escape Room hat, glaube ich, zu einer Einstellung. Andersrum, ich glaube, es war andersrum. Der Escape Room gar nicht. Also die insgesamt LAN-Party beide zusammen zu einer Einstellung. Das fand ich dann auch eigentlich ganz schön schade, weil das wäre ganz cool, wenn das zu einem allgemeinen Trend würde. Dann würde es viel mehr LAN-Partys wieder geben. Ja. Und die Escape Rooms sind, glaube ich, sowieso immer schon voll. Also die brauchen das vielleicht nicht. Also die Teile fand ich alle ganz spannend. Aber was man ja trotzdem dazu sagen muss, ist, dass die wichtigste Maßnahme oder das wichtigste Mittel, um Leute zu finden, bleibt immer noch die Stellenanzeige. Naja, Jobbörsen. Nicht mehr die Printversion der Stellenanzeige, sondern das Pendant im Internet. Ganz genau. Das bleibt weiterhin das Wichtigste, auch wenn alles, was wir gerade erzählt haben, eigentlich dem widerspricht. Nur, dass sie da eben den Ort gewechselt hat. Also das ist jetzt eben nicht mehr in Zeitschriften, wobei ich glaube, in der CT gibt es noch welche. Oder habe ich das gerade falsch im Kopf? Da gibt es noch Stellenanzeigen. Aber es gibt ja weniger, vor allem im Print dann noch. Online-Jobbörsen. Genau, die Online-Jobbörsen, die sind. Also warum sollten die auch abnehmen? Also selbst wenn du jetzt sagst, oder du möchtest angesprochen werden, wie soll man dich finden, um dich anzusprechen? Auf der anderen Seite, irgendwo musst du ja mal erstmal eine Information herkriegen, wo überhaupt man sich vorstellen könnte zu arbeiten. Es können jetzt nicht alle, können jetzt nicht alle bei Google und Microsoft anfangen. Das ist jetzt irgendwie auch eine komische Vorstellung und dann bei Google am Kicker stehen. Naja, zu dem gefunden werden, da sind natürlich die Karrierenetzwerke ganz wichtig. Ne? Okay. Also das sagen eigentlich auch alle, wenn man ernsthaft auf der Suche ist, ist halt ein wirklich gut gepflegtes, aktuelles, ausführliches Profil bei entweder LinkedIn oder Xing. Pflicht. Ja, Instagram ist sehr im Kommen, so für Leute, die irgendwie so kreativ grad sagen, was suchen. Für Programmierer macht man da seine Screenshots von seinem schönsten, besten Code. Nein, mehr so, wenn du so irgendwas in Richtung Design halt suchst. Ja, Programmierer, das hat ja der Kollege Jan Mahn sehr schön dann noch ausgeführt in dem dritten Artikel. Das ist dann eben, er empfiehlt GitHub. Ne? Mhm. Also da einen Account haben, da aktiv sein. Da kann man dann als jemand, der sich mal erkundigen möchte, auch genau nachvollziehen, wann war derjenige aktiv. Da gibt es dann eine wunderbare Darstellung mit grünen Balken und so. Also da kann man halt so seine Interessen, sein Engagement unter Beweis stellen. Jetzt ist weg. Meine Frage ist gerade weg. Nein, ich wollte einen Kommentar vorlesen bzw. einbringen. Jetzt muss ich aber ein bisschen zurückscrollen. Der war von Kuhfels. Und der hat daran hingewiesen, weil wir ja vorhin gesagt haben, wie das mit dem Finden und mit den Hochschulen ist, und sagt, dass, oder die Universität bildet primär Wissenschaftler aus, dass Programmieren nur ein Werkzeug ist, während andere Ausbildungsformate das Programmieren als Ziel haben. Das könnt ihr auch. Eine Konsequenz sein, die ja sonst auch immer konstatiert wird, dass einfach, weil immer mehr Leute an die Universitäten strömen und weniger an die, sage ich jetzt mal, die praktischen Ausbildungshäuser. Oder sie hat auch ergänzt, dass das auch völlig falsch kommuniziert wird oft. Ne? Dass du wahrscheinlich in Firmen, wenn du da irgendwie so, wie gesagt, halt so ein Mittelständler bist oder so, denkst du, ja gut, der hat an der Uni Informatik studiert, der muss ja irgendwas wissen. Und dann aber die eigentlichen Berufe, die für ihn vielleicht passend wären, gar nicht mehr im Bewusstsein drin sind. Das ist also sowohl von den Unis wie auch, was weiß ich, von den unter anderem den Handelskammern oder wem auch immer, so ein bisschen falscher Eindruck entsteht, was da mit den tatsächlich Berufsausbildungen passiert. Ich habe das so mitgekriegt, habe mit dem VDW, dem Verband der Werkzeugmaschinenhersteller, vor kurzem gesprochen. Die haben deswegen eine extreme Initiative gestartet, tatsächlich in der Berufsausbildung, dass sie in die Berufsschulen gehen und sagen, hier Leute, so und so können wir machen, solche Leute suchen wir, haben einen ganz großen Mangel an Informatikern und an Ingenieuren oder an Fachleuten, nicht an Ingenieuren, und versuchen da irgendwie tatsächlich in der Berufsausbildung was zu machen. Das kriegst du natürlich nicht von vielen Verbänden. Also um auch noch andere Kommentare vorzulesen, also Nabea, dass man mal die Namen so vorliest, schreibt, dass
da, also dass sie überdurchschnittlich zahlen, 38 und also alles ganz, ganz toll ist, und dass sie die 3 neuen Stellen besetzt haben mit Kollegen aus dem Ausland, weil sie keinen gefunden haben und dass es gar keine weiblichen Bewerber gab. Also das, was wir gesagt haben. Also ein bisschen, klar, findet sich jetzt hier in den Kommentaren auch immer wieder diese die Kritik, dass man persönlich das jetzt anders erlebt, wenn man auf der Bewerberseite ist. Aber es gibt eben dann doch auch immer wieder hier auch Hinweise, also wir auch im Forum, die halt sagen, dass die das bestätigen, auch wenn es genauso anekdotisch ist, aber ja ein bisschen weiter gefasst, weil so ein Unternehmen, das da eine Bewerbung oder eine Stellenanzeige offen hat für ein halbes Jahr und einfach keinen findet, das ist mehr als der eine, der nichts findet. Unter Umständen hat es, ich weiß nicht, ob du das einschätzen kannst, ich habe manchmal aber auch einen Eindruck, dass die Firmen, wenn man jetzt nicht an die großen Konzerne denkt, in diesem Bereich überhaupt nicht an Selbstausbilden denken. Wobei es möglicherweise schwierig ist, ne? Aber ob du da eine Ausbildungssituation herstellen kannst bei so einem Mittelständler, aber die sind ja jetzt oft auch nicht mit kleinen IT-Abteilungen gesegnet. Und wo die Frage ist, warum sie nicht selber Fachinformatiker ausbilden. Fällt mir deswegen auf, weil Black Desert gerade macht, sie macht gerade Fachinformatiker-Ausbildung, allerdings beim weltweiten IT-Dienstleister, und wird dann auch von dem natürlich auch übernommen. Der bildet seine eigenen Leute aus, ne? Nach den Ausbildungsgegebenheiten, die halt hier sind. Ich glaube, das ist durchaus ein Trend, weil ja, ich glaube auch bei Mittelständlern, weil einfach erkannt worden ist, ja, also wenn es genau passen soll, dann ist es am besten, wenn wir es selber in die Hand nehmen. So, ne? Ja, ja. Vor allem, wenn die Zahlen alle in die Richtung weisen, dass es nur noch schwieriger wird und immer weniger, und aber ja gleichzeitig alles wichtiger und abhängiger davon. Vor allem würde ich dann nämlich auch, um das nochmal mit der Rezession zu sagen, wenn das kommt, im Moment läuft vielleicht alles so gut für Unternehmen, dass sie sagen, okay, dann warten wir halt noch, bis wir den oder die finden. Aber wenn dann in Zukunft alles schlecht läuft und die Leute halt wirklich gebraucht werden, um zumindest das Niveau zu halten, man kann es ja auch so rumsehen, dass man, also dass, wenn dann das Geschäft da nicht mehr befriedigt werden kann, sage ich mal, dann wird es ja auch schwieriger. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs erklärt. ich sehe noch nicht ganz so viel. Aber tatsächlich sind hier sehr viele Erfahrungen, deswegen gucke ich auch immer so in den YouTube-Chat. Genau. Ich wollte aber auch, also du hast ja auch ein bisschen den zweiten Artikel, da geht es ja mehr um die Seite, was können die Leute machen, um sich quasi, sage ich jetzt mal, interessanter zu machen, ist jetzt vielleicht noch zu grob, sondern na einfach ja, sich zu präsentieren. Ja. Genau, vielleicht kannst du da auch noch mal was sagen, weil da könnte man ja jetzt auch noch so, ich weiß jetzt nicht, ob wir da auch Zuschauer haben, die noch, doch, wir haben ja Leute in der Ausbildung und so, genau. Ja, ein bisschen haben wir schon gesagt, also sich mal überlegen, an welcher Stelle möchte ich mich präsentieren. Also ganz generell ist natürlich Xing oder LinkedIn eine gute Adresse. Wenn es speziell um Entwickler geht, dann ist eben, wie gesagt, GitHub, kann man durchaus so sehen, dass das eben weit mehr ist als eine Programmierplattform. Das ist eben durchaus auch, hat so die Funktion von so einem sozialen Netzwerk, speziell für Programmierer. Oder auch, ja, wie gesagt, Instagram oder sogar ein Video auf YouTube kann man machen, muss dann eben alles in den Bewerbungsunterlagen, die man vielleicht verschickt bei einer Initiativbewerbung oder die man in irgendeiner Datenbank hinterlässt oder so, natürlich vermerkt sein, damit die Leute da hinfinden und da hingucken können. Ne? Wichtig ist immer bei so einem Profil regelmäßig pflegen. Das soll aktuell sein, nicht, dass da plötzlich die letzten 2 Jahre fehlen oder so. Wichtig ist auch die Verschlagwortung, weil halt die Personaler, die da suchen, auch nach Schlagworten suchen. Möglichst vollständig. Alle Schlagworte, die wichtig sind, verwenden. Wenn es eine Abkürzung gibt, beide Formen und so. Also so ein bisschen SEO-mäßig, ja, dass man eben da gefunden wird. Ja. Genau, weil das wirkt auch, weist doch auf einen Trend hin, den du auch erwähnt hast. Also dass noch ist es wohl nicht so wichtig, die Maschinenlesbarkeit hast du auch erwähnt, dass das wichtiger wird. Also da muss man sagen, ich glaube, wenn man nach den USA guckt, dann sieht man, wie das bei uns in 10 Jahren spätestens sein wird. Ja, die sind da schon deutlich weiter. So, also die automatische Sortierung von Bewerbungsunterlagen ist da schon viel weiter, mit allen Vor- und Nachteilen, die das natürlich wieder hat. Da gibt es ja auch die Diskussion, sind da Vorurteile mit drin in der KI, die die Bewerbungen vorsortiert. Jedenfalls sagt man auch in Deutschland jetzt schon, die Maschinenlesbarkeit wird deshalb immer wichtiger, weil das früher oder später eben
auslesbar sein muss, was in der Bewerbung drin steht. Zum einen kann ich mir dann von einem Sprachassistenten wie Alexa oder so was vorlesen lassen und zum anderen kann man dann eben gleich sortieren, passt das auf welche Stelle. Man kann halt auch viel mehr durchsuchen, würde ich sagen. Klar, also jetzt klar, als Bewerber, der Stellenanzeigen sucht, da kann man einfach genauer suchen und mehr finden, aber eben auch als Unternehmen, das fand ich erstmal ein bisschen unangenehm, weil ich habe gedacht, ich würde ja am liebsten doch ein PDF abgeben, auch digital, und zwar eins, was eben nicht, wo nicht der Text draus extrahiert so aussieht, wie ich, wie ich das mir vorstelle. Aber es wird tatsächlich fast empfohlen, also Word-Dokumente abzuliefern oder eben auf jeden Fall lesbare PDF, ja. Und andererseits im Gegenzug auf allen möglichen Schnickschnack zu verzichten. Also nicht besonders hübsch gestaltet mit Kopf- und Fußzeile und schnörkeliger Schrift und so weiter. Also bei dem Word-Dokument bin ich gerade vorsichtig. Das haben wir ja nun, war das nicht ein Word-Dokument mit so einer Stellenbewerbung, die letztes Jahr da irgendwie diesen Kryptotrojaner rumgebracht hat? Ja, der läuft teilweise immer noch wieder. Ja, genau. Also von daher, das ist zumindest. Ja, wobei mir aufgefallen ist, als wir jetzt letztens Leute gesucht haben, haben wir die eingestellt, die hatten jetzt nicht irgendwie eine Bewerbung mit oder eine Bewerbung mit irgendwie besonders viel Schnörkel in der Schrift oder sonst was, sondern die hatten irgendwie so eine pfiffige Idee in ihrer Bewerbungsmappe. Ja, also so, das wird natürlich eine hat auch, der eine hat sich in einer Bewerbung, hat eine Bewerbung gemacht, die sah aus wie ein Zeitungsartikel. Okay. War im Prinzip so gestaltet wie ein CT-Artikel. Ja. Und das ist natürlich eine Idee, cool, wo ich sage, der hat mitgedacht. Ja. Gut, allein jetzt deswegen bist du aber haben wir auch ihn keine eingeladen. KI, ne? Ja, klar, natürlich. Wer weiß, was die KI damit gemacht hat. Ja, wenn du dann gleich im ersten Gang raussortiert wirst, hast du da auch nichts von der originellen Idee. Ne? Also gut, es gibt aber dann da jetzt auch Sachen, wo ich sagen würde, da würde das wahrscheinlich gar nicht gehen. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass es halt, also die zum Beispiel, die jetzt mehr auf Design, also im Bereich Design arbeiten, für die Instagram wichtig ist, da gibt's ja nicht viel mit Maschinenlesbarkeit, wenn du jetzt wirklich Projekte zeigen willst und also dann muss die Bewerbung auch nach was aussehen, weil das schon Teil deiner Arbeit später ist. Aber also in den USA kannst du wirklich sehen, das ist viel mehr so dieses Matching-Algorithmen und fertig, da gibt es schon Webseiten, da kannst du einerseits die Stellenanzeige hochladen, auf die du dich gern bewerben möchtest und andererseits deine Bewerbungsunterlagen und dann sagt dir das Programm, passt schon ganz gut, 67%, mach doch noch das und das und dann kannst du deine Chancen nochmal erhöhen. Ja, so. Ich würde auch gerade schätzen, ich hatte neulich einen Artikel, dass Google da auch hinter, also quasi das mit vorantreibt, weil die ja auch diese Stellenanzeigen jetzt, also kann man auch über Google suchen. Google for Jobs, Google for Jobs und dass die, also die greifen wie sonst auch Google auf Angebote auf anderen Seiten zurück. Und je besser die verstehen, also je besser der Google-Algorithmus die versteht, desto besser werden die angezeigt. Und dann ist, du hast SEO genau das richtige Wort gesagt. Früher haben halt, oder nicht früher, Webseiten werden darauf gemacht, dass sie bei Google oben stehen. Und natürlich wollen dann Leute, dass ihre Bewerbung oben steht, beziehungsweise das Stellengesuch. Also das wird das schon auch mit vorantreiben. Und je verbreiteter Google for Jobs dann wird, werden die anderen ja auch nachziehen. Also dann, weil das ist ja, wenn du bei Google alle Stellenanzeigen findest, das sieht nur bei mir so komisch aus hier. Okay. Okay, ich glaube, wir sind aber weiterhin schön zu sehen. Also bei mir sind wir. Ja, die Technik, bei mir sieht alles komisch aus hier. Das ist auch Design wahrscheinlich. Genau, ich wollte sonst noch, ich hatte mir noch hier Sachen aufgeschrieben. Also was ich interessant fand, ist so eine Anmerkung, deswegen habe ich mir unsere eigenen Stellenanzeige gerade nochmal durchgeguckt, dass manche Stellenanzeige so formuliert sind, dass du sowieso denkst, boah, da bewerbe ich mich nicht, da viel zu viele Ansprüche. Ja. Das heißt, du musst ein Hochschulstudium haben. Das ist übrigens das nächste Problem, was Frauen rauskickt, weil es ist belegt, dass Männer so denken, ach komm, ich erfülle da so ein gutes Drittel, da bewerbe ich mich mal. Und Frauen denken, hoppala, das erfülle ich nicht zu 100%, nee, da kann ich mich nicht bewerben. Ja. Also weil deswegen habe ich gerade bei uns nochmal geguckt, bei uns steht zwar auch Hochschulstudium drin, aber steht drin oder eine Berufsausbildung oder, und das nochmal ganz speziell, vergleichbare Kenntnisse mit Berufserfahrung. Das heißt, du musst noch nicht mal eine Ausbildung fertig haben, sobald du Kenntnisse nachweisen kannst. Das geht ja in den IT-Jobs auch gar nicht anders. Und da war ich eigentlich ganz positiv überrascht, dass selbst im öffentlichen Dienst das mittlerweile so ein bisschen gelockert wird. Die sind ja ansonsten immer sehr, sehr streng mit dem. Also entweder ist es erfüllt oder es geht nicht. Und gerade bei den IT-Jobs wird da nachgebessert sozusagen oder vielmehr die gelockert, die Anforderungen. Ja. Wir haben, glaube ich, jetzt auch zweimal direkt eine Frage. Ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt. Richtig jetzt praktische Fragen. Wie kann man denn neben der Arbeit sich gut weiterbilden? Gibt es dafür auch Tipps? Also wir reden jetzt immer nur über die Leute, die direkt von irgendeiner Art von Schule kommen. Aber die jetzt seit, weiß ich nicht, 10 Jahren im Beruf sind und vielleicht doch noch was anderes machen wollen, gibt es da auch
Also ich glaube, es würde sich immer lohnen, beim Arbeitgeber, beim aktuellen vielleicht mal zu fragen, dass man, ob man mal eine Fortbildung machen kann, die möglicherweise ja auch für den bestehenden Job gerade von Vorteil ist. Ja. Weil mein Eindruck ist, an den Stellen sind Arbeitgeber sehr viel mehr zu Zugeständnissen bereit, als jetzt so komplett die Gehälter hochzuschrauben. Ja. Und das andere ist eben das, was Jan Mahn geschrieben hat in seinem Artikel, eben einfach sich einbringen in Open-Source-Projekten. Ja, das muss gar nicht so groß sein. Da kann man anfangs vielleicht einfach mal bei der Dokumentation mithelfen oder bei der Übersetzung oder mal einen kleinen Fehler beheben oder so. Ne? Also er empfiehlt da, erstmal sich umzugucken und dann vielleicht mitzumachen bei Programmen, die man selber auch nutzt, weil man die dann gut kennt. Ja. Und da dann einfach mal so, ja, zu gucken, wo ist da Hilfe vielleicht? Genau, das war willkommen. Das hat vorhin auch jemand im Kommentar geschrieben. Das finde ich klingt auch, also vor allem ist es ja sowieso was dann vielleicht auch, also nebenher auch einfach Spaß macht. Und vor allem, weil ja was bei rauskommt, vielleicht als anders, wenn man um was ausbildet. Weil dann wollte ich jetzt, also jetzt waren wir bei dem Berufsbegleitend. Du hast auch in dem Artikel so ein bisschen, welche Leute jetzt am meisten gesucht werden. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, sonst Sicherheit ganz vorne. Genau, Sicherheit, das wusste ich auch noch. Weil gesagt, was sollen die Leute quasi studieren? Ja. Genau, weil das wäre, wenn man jetzt sagt, man möchte in der Branche arbeiten, aber hat jetzt vielleicht nicht ganz so eine Präferenz. Ich kann ja mal die Tabelle raussuchen parallel. Das war der zweite. Das muss irgendwo hier sein. Da ist es. Ja. Das war eine Auflistung der Nachfrage nach IT-Berufen. Und die IT-Sicherheit war mit Abstand ganz vorne. Also das kann man so. Wobei da natürlich dann das Problem ist, wenn ich jemanden für meine Sicherheitsabteilung einstellen möchte, dann möchte ich nicht unbedingt jemanden haben, der erstmal ein bisschen mit Trial and Error versucht rauszukriegen, was denn richtig ist. Also da wird es dann natürlich auch schwierig mit dem, was du an Erfahrung verlangst. Ja. Aber ich glaube, dass in der Sicherheit immer viel zu wenig Leute da sind, einfach weil das Thema ja auch immer wichtiger wird und weil man natürlich auch eine Menge wissen muss, um da Experte zu sein. Das ist, glaube ich, seit Jahren. Ja, also ich denke mal, wer da grundsätzlich ein bisschen Interesse dran hat, der tut gut daran, in die Richtung sich weiterzubilden. Vor allem gelten ja die Sachen, die wir eben gesagt haben, also irgendwie eine Fortbildung zu machen oder sich irgendwie Open Source zu beteiligen, gelten ja dafür. Das ist ja nur eine andere Richtung, wenn man sagt, also wir sagen hier immer IT-Fachkräfte, aber das ist ja so ein weites Feld. Dass also nur da, also Programmieren, selbst das ist ja schon viel zu also unübersichtlich. Ja. Deswegen kann man das ja mal sagen. Also ich fand auch, also das nächste sind Cloud-Spezialisten. Weil ich mich da frage, was das genau ist. Ja, das ist dann vielleicht die... Ja, gut. Das... Das muss man dann immer genau gucken, aber es ist ja zumindest die Richtung, du hast gesagt, Webdesign ist nicht ganz, doch es ist auf der letzten mit Qualitätssicherung. Das ist natürlich eigentlich schade, dass Qualitätssicherung so. Das ist ja nun sehr relativ. Auch diese Leute sind sehr gesucht. Genau, sie sind nicht ganz so arg gesucht wie die Sicherheitsspezialisten. Also gut, wie die Sicherheitsexperten wirklich nicht, aber sie sind immer noch sehr gesucht, genau, also der Abstand ist schon groß. Genau, aber da, also die Tabelle ist ja sonst auch dann in der CT ab morgen. Übermorgen, das kommt immer drauf an, wie man daran kommt. Genau, und dann fand ich, also da hatten wir auch, wir hatten das vorhin mit den Stellenanzeigen schon gesagt, man kann ja trotzdem nochmal sagen, dass was die anderen Recruiting-Kanäle sind, weil es gibt ja noch ein paar mehr. Also wir haben jetzt aufgezählt schon die Stellenanzeigen, wir haben diese Karrierenetzwerke aufgezählt, die Jobbörsen, aber... Es gibt natürlich Dienstleister, die also einerseits... sehr gern natürlich Daten von Bewerbern sammeln und in ihren Datenbanken haben und die dann eben andererseits als Dienstleistung für die Unternehmen schon mal vorsortieren und gute, passende Bewerber empfehlen. Das geht zum Teil sogar noch weiter. Also ich habe mal einen Test mitgemacht, das ist ein schwedisches Unternehmen, die haben auf ihrer Website so eine Möglichkeit, da kann man so erstmal drei allgemeine Tests machen, Sprachfähigkeiten, logische Fähigkeiten, Mathe irgendwie. Und wenn man darin gut ist, dann bieten die einem zum Teil sogar eine Ausbildung an. Und das ist schon mit Blick auf eine ganz bestimmte Stelle. Und die vertrauen auf ihre eigenen Eignungstests so sehr, dass sie sagen, die Leute, die wir aussuchen und denen wir dann diese Fortbildung bezahlen, die werden dann auch hinterher fit genug sein für den Job, der da zu besetzen ist. Da, also auch bei den Agenturen, bei den Personaldienstleistern tut sich total viel. Ja. Und bei allen habe ich so das Gefühl, ist so der Trend eher an die Leute ran. Mhm. Also aktiv auf die Leute zugehen und möglichst Leute schon ansprechen, während sie noch studieren. Ja. Okay. Während des Studiums ist übrigens noch ein anderes Stichwort. Du fragtest gerade, was kann man tun als jemand, der demnächst einen schönen Job finden will.
Was ich immer wieder gehört habe, war Berufserfahrung. Ja, deshalb ganz, ganz wichtig, auch wenn die Studienordnung das nicht vorschreibt, Praktika machen, Jobs während des Studiums schon mal machen. Das war zum Teil sogar so, dass die Leute gesagt haben, es geht gar nicht um fachliche Berufserfahrung, ganz allgemein das Berufsleben kennenlernen, Lebenserfahrung, das schätzen wir, wenn die Leute kommen, dass die nicht so ganz grün hinter den Ohren sind. Ja, ne? Nicht so ganz auf der doch etwas andere Leben nach der nach dem Studium unvorbereitet sind. Also ich hatte diese andere Tabelle noch ausgesucht, weil auf Platz 2 der Recruiting-Kanäle steht da die Unternehmenswebsite. Genau. Also das ist ja auch, also würde ich jetzt mal sagen, klassisch, auch wenn es natürlich die Website jetzt an sich noch nicht so lange gibt, aber dass man, wenn man jetzt wirklich, also vorhin haben wir zwar gesagt, nicht jeder kann bei Microsoft, Google oder so arbeiten, aber natürlich trotzdem eine ganze Menge, oder man hat vielleicht andere Unternehmen im Kopf, dass man da auch einfach gezielt sucht, so wie bei uns eben auch. Also bei uns, die sind natürlich auch woanders verfügbar und abrufbar, aber wer jetzt sagt, er mag das so, wie wir hier in der Weise-Show reden, und wir hatten ja neulich auch einen Entwickler von uns hier, kann man ja auch direkt da gucken und dann sieht man direkt schon, was es gibt. Wobei ich interessant finde, das haben wir jetzt unterdessen noch gar nicht, Mitarbeiterempfehlungen auf dem dritten Platz, vor allem bei den IT-Unternehmen ganz weit vorne, also weit vorne auf dem dritten Platz. Das kriegen wir teilweise auch selbst mit, ne, dass das irgendwie schon eine gute Methode ist, vor allen Dingen, weil die Leute kennen das Unternehmen, sie kennen denjenigen, der da kommen soll, und das passt ja oft sehr gut dann von vornherein. Ja. Ne? Also es gibt auf jeden Fall Das ist wahrscheinlich ein Ding, was Unternehmen auch aktiv nutzen sollten oder aktiv fördern sollten. Das wird auch immer mehr. Da werden dann ja tatsächlich auch richtig Prämien gezahlt, also bis hin zu einem Tag Urlaub extra oder irgendwelche Geldbeträge oder so für eine Vermittlung, die dann wirklich in einer Festanstellung geendet ist. Umgekehrt heißt das natürlich, man kann sich auch ruhig mal in seinem Bekanntenkreis umhören und sagen, hier, du, ich bin demnächst auf der Suche, gibt's aber euch was? Ne? Genau, also immer schön allen erzählen. Ich hatte also den Hinweis, wir hatten das mit dem Studium, dass man da nebenher Praktika machen sollte, ist natürlich ein guter Hinweis, dass es ganz oft und sicher in der IT-Branche noch mehr als anderswo tatsächlich diese Praktika oft dann schon in ein Jobangebot münden. Ja. Also wenn man seine Sache gut macht, dann hat man da schon einen Fuß in der Tür oder teilweise dann ja schon. Genau, das war das, was ich irgendwo, es rutscht hier gerade hoch. Genau, ich wollte noch gucken, weil es sind hier so viele Sachen im Forum, dass wir da auch nicht zu viel übersehen. Also im YouTube-Chat, im Forum hatte ich ja vorhin auch schon geguckt, aber wie gesagt, im Forum hatte ich mehr das Gefühl, dass es ganz oft Leute waren, die dann sagen, na, aber bei mir persönlich ist das jetzt anders. Da kann man jetzt natürlich nicht so viel zu sagen. Wobei so ein paar Sachen möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass dieser Fachkräftemangel dabei hilft. Also da war auch jemand, der gesagt hat, er kennt jemanden, der ist halt über 50, hat so und so Erfahrung, aber vielleicht auch nicht genau die passende. Das ist natürlich in dem Bereich da wie anderswo auch, wo immer geklagt wird, dass die Unternehmen wollen, die Leute, die irgendwie Mitte 20 sind, alles schon können, damit sie 30 Jahre beim Unternehmen arbeiten. Ja, auf der anderen Seite gibt es dann halt so Entwicklungen, dass Firmen tatsächlich versuchen, ihre älteren Mitarbeiter krampfhaft zu halten, weil sie genau wissen, die wissen genau, was in diesem Betrieb los ist. Und, ja, aber und also ich habe das Gefühl, da ist teilweise schon bei manchen Personalabteilungen schon so ein bisschen Umdenken in Kraft gehen. Nicht unbedingt, dass du einen Älteren neu einstellst, sondern dass du natürlich versuchst, die Leute unter Umständen über die Rente hinaus zu halten. Ne? Das ist irgendwie... Darf ich dir widersprechen? Ich glaube, das sind Einzelfälle. Klar, das ist das berühmte Kobel, was keiner mehr kann und so. Und da will man den Letzten nicht gehen lassen, der das noch irgendwie richten könnte oder so. Aber es gibt ja auch diese Bewertungsportale für Arbeitgeber, ne, wo man auch vorsichtig sein muss, natürlich. Da kann auch mal jemand Dampf ablassen, der sich irgendwie geärgert hat über seinen Chef oder so. Aber ich finde es trotzdem ganz spannend, da auch mal reinzugucken. Und da gibt es eben auch dieses Kriterium, also zum einen so... Chancengleichheit zwischen Angestellten, männlich-weiblich, aber eben auch, wie wird mit älteren Mitarbeitern umgegangen? Und da findest du durchaus viele Arbeitgeber, die überall Bestnoten haben, nur an dem Punkt ist es halt kritischer. Ne? Ja. Weil da aber das ist was man in Zukunft natürlich auch irgendwie nicht mehr ignorieren kann, dass man da nicht mehr so arbeiten kann, als würde hier irgendwie so ständig neue Leute nachwachsen. Und ich finde es auch so ein bisschen zynisch. Es wird das Rentenalter hochgesetzt, es wird auch immer so gejammert, so, boah, die wollen alle gar nicht bis 67. Ja, da muss man sie auch lassen. Ja. Also finde ich schon, ist ein schwieriges Thema. Vor allem da fällt das natürlich auch wieder rein,
was du gesagt hast, man muss ihnen auch die Möglichkeit geben, weil natürlich, wenn man 50 ist, hat man mit anderen Sachen angefangen, vor allem natürlich mit der IT, die heute eingesetzt werden, da muss man diese Weiterbildung dann eben auch ermöglichen, und die Fortbildung. Und das, klar, bei den Arbeitnehmern ist das Interesse dann auch wichtig. Also das, ich meine, wegen dem berühmten Kobol-Programm, ja, ich glaube, wenn du heute noch irgendwo jemanden findest, der Kobol vor 40, 50 Jahren gelernt hat und nichts anderes mehr gemacht hat, dann denke ich auch, ja, okay. Ja. Weiß ich auch nicht, ob ich den einstellen würde. Aber naja, aber jemand, der 20 Jahre lang halbwegs erfolgreich in dieser Branche unterwegs war, der hat aber bewiesen, dass er dynamisch sich anpassen kann an veränderte Bedingungen. Der wird natürlich auch inzwischen nicht nur Kobol können. Genau, also hier werden direkt schon Stellenanzeigen gepostet im YouTube-Chat. Also ich finde, das ist einen besseren Beweis für den Fachkräftemangel, können wir dann gar nicht liefern, auch wenn wir das hier schön besprochen haben alles. Weil sonst würde ich jetzt sagen, also im Forum ist jetzt auch, finde ich jetzt auch nicht, also klar, immer diese Beispiele, das wird dann genau nachgerechnet, das kann man ja auch alles jetzt schön nachlesen, aber das ist dann ein bisschen zu also individuell für uns. Interessant finde ich schon, also was weiß ich, es gibt natürlich immer, wenn es Kommentare gibt, kommen immer gleich, und es gibt keinen Fachkräftemangel, die suchen nur immer ganz billige Leute. Es gibt dann aber sofort immer irgendwie Leute von Firmen, die sagen oder so, ja, weiß ich nicht, wie es bei anderen ist, aber bei uns ist es nicht so. Ja. Wir haben genau dieses Problem. Ne? Also es ist nicht so, dass es irgendwie nur es offensichtlich nicht nur irgendwelche von irgendwelchen dunklen Kräfte gefälschten Statistiken sind. Aber es ist doch ein ganz hoch emotionales Thema. Da kann die Statistik so sein, wie sie will. Wenn ich persönlich gerade die Erfahrung dreimal machen musste, dass man mich nicht hat haben wollen, dann ist das mein Thema, ist doch klar. Genau, also das heißt auch nicht, dass die Erfahrungen, die jetzt im Forum geäußert werden, da haben auch Leute sehr genau aufgeschlüsselt, wie das mit ihrem Bewerbungsverfahren, die sind ja richtig und die stimmen dann die Erfahrungen. Ja. Wir sprechen ja nur über den großen Trend, sage ich jetzt mal. Genau. Also das ist ja auf der anderen Seite, das sind ja immer zwei Seiten. Natürlich gibt es Leute, die irgendwie die komische Vorstellung haben, was sie denn so alles kriegen, wenn sie sich irgendwo bewerben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Firmen, die gehen einfach schlampig mit Bewerbungen um. Mhm. Ja. Also die müssen sich dann ja auch nicht wundern, wenn sie keine Leute finden. Das ist ja die andere Seite. Ja. Da habe ich auch noch ein schönes Wort. Onboarding. Onboarding ist auch ganz heißer Scheiß. Da geht es dann darum, dass wenn jemand eingestellt worden ist, dass dann der Prozess begleitet wird, wenn die Leute ihre ersten Wochen und Monate im neuen Unternehmen verbringen und dass man halt zum Teil ihnen einen Paten an die Seite stellt und zum Teil eben einfach schaut, ist die Ausstattung des Arbeitsplatzes komplett vorhanden, wenn derjenige seinen ersten Tag hat und so weiter. Finde ich toll. Also ich finde, das sind schöne Begleiterscheinungen von diesem Fachkräftemangel, wenn wir denn dran glauben. Denn das ist ja ganz wichtig. Da kann man mit ganz kleinen Bemühungen wirklich den Leuten den Start in den neuen Job so viel schöner machen. Ganz genau. Darum geht es. Eine Sache würde ich noch vorlesen. Eine Frage von niemand, der fragt, wie das mit der Teilnahme an Forschungsprojekten bei Arbeitgebern ankommt, ob das genauso viel zählt wie Berufserfahrung oder sowas gar nicht interessiert. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr da eine spezifische Antwort habt. Ich würde sagen, dass man das sowieso immer alles nicht so allgemein beantworten kann. Das ist aber natürlich auch schon was über den Arbeitgeber aussagt, wenn ihn das interessiert. Ja, also das kommt, glaube ich, ganz und gar auf den Job an. Ja. Ich habe mit einem Personalverantwortlichen gesprochen in einem kleinen Start-up, die auch sicherheitsrelevante Software entwickeln. Der hat es genauso zu mir gesagt. Wenn da jemand in der engeren Wahl ist, dann gucke ich erstmal, was hat er für Veröffentlichungen. Mhm. Weil unser Unternehmen ist an der Grenze zwischen Industrie und Forschung angesiedelt und das ist mir ganz wichtig. Ja. Aber das ist natürlich abhängig davon, was für eine Art von Job ich möchte. Ne? Genau, also das kann man ja auch nochmal zusammenfassen, sagen, dass auch vorhin, gab es ja hier auch die Kritik, dass die Stellenanzeigen so allgemein sind und so alles offen halten. Du hast die vorgelesen von uns, die sehr genau sagt, was alles möglich ist und so. Da unterscheiden sich alle und das ist eben auch schon ein Argument für oder gegen eine Stelle dann vielleicht, wenn man sich das anguckt. Dann muss man natürlich schauen oder so, wie läuft dann so eine Bewerbung ab oder wie läuft so ein Kennenlernen ab. Ne? Mhm. Ich meine, das ist mir auch, also mir persönlich, wenn ich jetzt sagen, ich bin ja auch davon betroffen, dass ich Leute einstellen muss. Und mir persönlich ist es einfach völlig wurscht, was der alles gelernt hat, wenn ich ihn Gespräch oder vielleicht unter Umständen auch mit einer Probearbeit rauskriege, der kann das, was ich möchte, dann ist mir doch egal, ob er einen Bachelor oder Master hat oder ein Informatikstudium oder irgendwie ein Volontariat gemacht hat oder
Linguistik studiert hat. Soll das jetzt sein? Ja, gut, dass ich, dann kann ich jetzt das Schlusswort sprechen, bevor wir da weiter noch drauf eingehen, weil sonst geht's jetzt hier schon um die Rückkehr zur D-Mark. Also ich finde, wir sind jetzt hier ein bisschen, der YouTube-Chat weicht, ein bisschen ab. Nein, was passiert? Er verliert das Thema so rum. Genau, weil ich möchte jetzt natürlich dann doch noch mal etwas ausführlicher was zu unserem Sponsor sagen. Sage aber schon mal danke euch beiden. Und zwar gucke ich da wieder nach und kriege auch meine Kamera. Genau. Und zwar hatte ich es ja schon gesagt, die Sendung heute wurde wieder gesponsert vom Bits and Pretzels Founders Festival, das vom 29. September bis zum 1. Oktober in München stattfindet. Und zwar im Umfeld des bekannten Oktoberfests, das also auch schon sehr nah ist. Genau, und da treffen sich mehrere tausend Gründer, Investoren, Start-up, Enthusiasten oder auch Leute, die direkt Startups dann eben schon erfolgreich hingekriegt haben. Oder sogar Leute, die mal US-Präsident waren, weil die Eröffnung wird nämlich Präsident Barack Obama halten. Der wird am 29. September eine Rede halten, wo er über, ich gucke extra nach, seine Gedanken über die Führung in der Welt spricht. Das ist ja vielleicht angesichts anderer US-Präsidenten gar nicht so unspannend. Außerdem gibt es natürlich noch andere Leute, zum Beispiel den Gründer von Dropbox, was ja auch ein Startup war. Ich glaube, man kann das gar nicht mehr sagen. Genau, inzwischen ist es kein Startup mehr. Vodafone ist vertreten, ist auch kein Startup mehr. Jessica Alba ist auch da für die, die sich noch in andere Richtungen interessieren. Genau, und das findet also in München statt. Ich gucke noch nach, damit ich hier nichts vergesse. Also Besonderheit ist eben, dass sich die Startups so gegenseitig da auch vorstellen können. Da gibt es einen Startup-Pitch und eine Matchmaking-Arena. Haben wir noch ein paar Sonderbegriffe heute. Genau, und der Slogan ist der From Founders for Founders. Genau, und es findet München statt. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, für alle Oktoberfest-Experten ist das immer wichtig. Es ist eins im Schottenhammel-Festzelt, ist der Tag 3. Und ansonsten ist es alles in München auf dem Messegelände und im Kongresszentrum. Genau, und damit sage ich danke für die Informationen, danke für das Gespräch, danke fürs Zuschauen und danke fürs Sponsoring. Genau, und dann bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.